So, du zeugst jetzt hier mit deinem Brüderchen, was sie gleich zeugen. Zeugst du dann hier auch nochmal Kinder, ja? Perfekt. Ha! Hä? Yo! Cheater! Nice, Leute, von hier aus 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. Hier ist der Wasserblock und 1, 2, 3, 4. Und dann musst du es hier einfach. Das dauert gar nicht so lang. Ich habe mich früher da richtig angestellt, die zu bauen, ne? Ich habe dafür echt lang gebraucht, glaube ich. Aber früher war ich auch noch ein absoluter Noob in Minecraft. Nein, Spaß. Aber deswegen ist es ja jetzt schon ein paar Folgen her. Und ich merke jetzt schon, dass ich übelst dazugelernt habe, so was Minecraft Survival angeht. Ich habe ja vorher nur PvP-only gespielt. Zwar auch Survival, aber nicht auf der Version hier. Und auch nicht so wirklich mit Villager-Breedern und sowas, sondern eher mäßig, naja, das war so City-Build-mäßig, kann man sich das vorstellen. Und da hat man sich den Stuff halt nicht gefarmt, sondern irgendwo gekauft oder sowas. Aber hier mache ich das ja alles selbstständig und deswegen ist es ja nochmal was ganz, ganz anderes. So, aber auf jeden Fall kommen hier dann einfach zwei Blöcke hin. Ich glaube, hier ist es egal, ob Quarzblöcke oder Holz. Ich denke mal, das müsste alles genauso zählen für die Villager. So, dann müssen wir einmal eine kleine Umrandung bauen, damit hier keine Mobs reinkommen. Was wir halt darunter dann noch bauen müssen, sind die Wasserströme, die die Villager abtransportieren, aber das sollte auch nicht allzu lange dauern. Eigentlich hatte ich muss mit euch ehrlich sein, Leute, ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt hier noch einen Villager-Breeder zu bauen. Aber irgendwie dachte ich mir gerade, ach komm, warum nicht? Dann müssen wir nicht immer so lange auf die Villager warten und die werden hier richtig krass dann produziert. Alter, produziert, als wären es einfach nur irgendwelche Items. Dabei sind es Lebewesen, Leute. Ja, aber dann werden die schneller gezeugt und dann habe ich auch schneller Villager und alles geht an sich dann schneller, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen baue ich das jetzt einfach hier schnell. Wir haben ja jetzt glücklicherweise genügend Betten. Davon hält uns ja jetzt nichts mehr ab, das zu bauen. Die Frage ist jetzt, wo bekomme ich Glowstone her? Ich glaube, ich muss noch mal kurz nach Hause flitzen, um Glowstone zu holen. Weil ich glaube, das Glowstone macht uns jetzt hier einen kompletten Strich durch die Rechnung. Und wir müssen mal darauf achten, wenn die Dinger hier wieder Kinder zeugen, muss ich mir mal ein Kind schnappen. Da werde ich jetzt gleich mal kurz die Dinger hier zumachen. Damit die Kinder da nicht reingehen, weil ich brauche die Kinder für da drüben. Ich brauche zwei Villager, die dann darüber gehen. Oh, oh Jungs, ich will euch nicht stören. Ah, komm, Kind, komm. Alter, wie lange brauchen die denn? Da, endlich. Danke, Jungs. Oh, das ist sogar einer von der anderen Rasse. Alter, Rasse. Von der anderen Rasse. Braucht mal euer Kind, Leute. Macht mal auf ganz entspannt hier. Muss mal ganz kurz euer Kind einstellen. Nein, ihr beschützt nicht euer Kind. Geht weg. So, den führe ich nämlich jetzt hier gleich mal hier rüber, damit wir den auch hier einsperren können. So, Buddy. Los, lauf mal. Lauf mal darüber. So, du zeugst jetzt hier mit deinem Brüderchen, was sie gleich zeugen. Zeugst du dann hier auch nochmal Kinder, ja? Perfekt. Dann können wir hier schon mal Betten hinstellen, damit der auch schlafen kann und es hier als seinen Platz ansieht. Und tatsächlich fehlen sogar noch zwei Betten. Kommen die hier hin? Und die Frage ist, können Monster von dort oben hier runterspringen, ohne zu sterben? Aber von dort oben konnten sie es auch nicht. Also denke ich mal, dass sie es von da auch nicht können. Also dürften sie theoretisch nicht. Guck mal, das sind bestimmt mehr als 24 Blöcke. So, dann brauche ich jetzt einmal hier ein paar Zäune und noch ein bisschen Rohholz, damit wir uns nämlich den Kompost da zweimal am besten machen können. Ich brauche den nämlich zweimal. Und dann brauchen wir einmal den, wie heißt denn dieser Geotisch? Ich hätte jetzt Geotisch gesagt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie der heißt. Hi, Jungs. Alles fit? Ich muss mal ganz kurz hier was abbauen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Kartentisch. War ich doch nah dran mit Geotisch. Und dafür brauchen wir auch Seiten. Ja, okay, dann muss ich wirklich nochmal nach Hause flitzen. Dann baue ich das hier mal kurz ab. Dann mache ich mich mal kurz auf den Weg nach Hause. Um einmal, also was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen Wassereimer, aber den habe ich. Wir brauchen Glowstone. Und wir brauchen nochmal Papier für Seiten. Okay, das kriegen wir aber alles hin. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal nach einem Cut wieder, wenn ich wieder hier angekommen bin und alles Zeug dabei habe, Leute. Bis gleich. So, Leute, ich habe jetzt alles geholt. Ich habe jetzt alles dabei für den Kartentisch. Beziehungsweise habe ich noch nicht das Holz gecraftet. So, zwei Kartentische brauchen wir nämlich noch. Und was habe ich denn mit den Zäunen gemacht, die ich gecraftet habe? Wir brauchen nämlich noch einmal einen Komposter. Der wäre noch ziemlich wichtig. So, ein Komposter noch und Glowstone habe ich auch dabei. Heißt, wir können das Glowstone jetzt gleich einsetzen. Nachdem ich schlafen war, denn hier wird schon wieder Nacht, Alter. Und ich habe echt gar keine Lust auf Monster. Ich hasse Monster. Monster sind richtig schlimm. So, habt ihr schon wieder mal hier ein Kind gezeugt eigentlich? Jungs, ihr müsst mal ein bisschen aktiver werden hier im Game. Ihr seid richtig faul. Und warum sind die so klein? Sind die schon immer so klein? Lol. Oder bin ich blöd? Guck mal, wie klein die von hier aussehen. Warum sind die so klein? Hä? Oder kommt mir das gerade einfach nur so vor? Das sieht übel klein aus, oder? Guck mal, wenn ich hier oben stehe, dann sehen die übel winzig aus, oder? Oder bin ich einfach blöd? Die sehen übel winzig aus, oder? Übelst klein. Jungs, also keine Ahnung, was hier in Minecraft schon wieder abgeht.
Aber naja, so, hier kommt jetzt einmal der Glowstone hin. Dann kommt hier Wasser rauf. So, außenrum kommen einmal zwei Komposter. Du musst dann den Beruf auch richtig annehmen, Brudi. So, dann kommen hier Blöcke rauf und hier oben kommt auch ein Block rauf. So, dann können wir hier an die Ecken einfach nur nochmal sicherheitshalber ein bisschen Glowstone setzen, damit die Fackeln nicht zu wenig Licht abgeben. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Eine Ho müssen wir uns einmal craften und jetzt gehen wir hier einfach einmal rum, machen das kurz hier einmal fertig und dann hoffe ich, dass ich irgendwo noch Karotten habe. So, okay, Jungs, ich muss euch mal ganz kurz ein bisschen Zeug klauen. Ich brauche mal ein paar Karotten, ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Ich pflanze die auch alle wieder neu, keine Sorge, ist kein Problem. So, dann kann ich hier wenigstens schon mal 14 Stück einmal hinsetzen. So, dann muss ich einmal noch Half-Steps craften. Ich kann jetzt, ich kann das doch gar nicht machen. Okay, ich kann das doch gar nicht machen, weil hier der Kleine noch ist und der würde absolut der Erste sein, der durch dieses Loch fällt und abtransportiert wird. Und das will ich ja nicht, der soll ja hier erstmal groß werden. Okay, dann können wir aber schon mal anfangen mit dem Abtransportiersystem. Als allererstes müssen wir hier erstmal gucken, wo sind denn hier unsere Wasserquellen? Ich weiß, wir haben hier irgendwo Wasserquellen. Ich muss hier kurz mal suchen, wo die sind. Sind die hier schon? Ja, hier sind unsere Wasserquellen. Heißt, nach denen kann ich mich auch wenden von den Quellen, die ich jetzt baue. Heißt, wir setzen hier mal kurz ein bisschen was oder machen hier ein bisschen was zu. Und dann müsste das eigentlich schon ausreichen. So, jetzt geht's los. Oh, ja, ja, ja. Okay, Leute, ich habe gerade unten das System gebaut und jetzt fällt mir auf, hey, hier ist schon wieder das nächste Kind. Heißt, wir können das einmal kurz einsperren und zu uns rüberbringen, Alter. Das klingt immer so gemein. So, Brudi, du musst jetzt einmal den Weg in deine Zukunft wagen. So, geh mal ein Stück weit. Nein. Na, Brudi, du musst in deine Zukunft laufen. Du musst wirklich einfach deine Zukunft. Ha, hä? Yo, Cheater. Das ist unfair. Geh hier weg. Nein, er flieht. Nein. Hä, wo ist er hin? Er ist wieder hier. Okay, jetzt schaffe ich mit dir. So, okay. Ich gehe erstmal kurz schlafen, damit wieder Tag wird. Und, hä? Der Typ ist, er ist purer Cheater. So, jetzt habe ich ihn. Okay. Tut mir leid, Villager, dass ich hier kurz eure Felder mal broke mache. Nur wenn euer Kind nicht hören will, muss es fühlen. Liebes Kind, du musst da jetzt mal kurz rüber. Na los, geh zu deinem Bruder. Geh los, geh. Super. So, dann haben wir das hier nämlich jetzt auch geklärt. Heißt, hier sind definitiv genügend Villager, die, Kinder zeugen können. So, Leute, ich entschuldige mich natürlich für das drastische Zerstören eures Wohnraums. Ich bringe das natürlich hier auch alles wieder in Ordnung. Keine Sorge, Leute. So und so, dann habt ihr auch wieder genügend Karotten. So, dann machen wir hier die Klappen wieder auf, damit die Villager auch ordentlich abtransportiert werden. Und Leute, ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass diese Folge wieder absolute Überlänge haben wird. Ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall schon mal. Aber ich will in der Folge heute eigentlich hier das noch auf jeden Fall wenigstens annähernd fertig bringen, dass wir noch das Abtransportiersystem gebaut haben. Und dann habe ich nämlich mein Folgenziel auch erreicht. Ich bin jetzt soweit hier. Also viel fehlt hier auf jeden Fall nicht mehr. Denn theoretisch, wenn ich mich nicht irre, müssen wir jetzt hier, das hier kann noch abgegrenzt werden. Oder wir lassen das hier mal offen. Ich glaube, das ist besser, weil sonst einfach das Problem ist, dass die Villager sich vielleicht in der unendlichen Wasserquelle aufhalten können. Und darauf habe ich eigentlich eher weniger Lust. So, jetzt kommt das hier hin. So, das gleiche machen wir dann hier drüben. So, okay, theoretisch müsste das schon reichen, damit die bei den Villager alles passt. Hier müssen sie dann runtergespült werden nach hier. Hier werden sie dann nach dort gespült. Rein theoretisch hier dann hier lang. Hier dann hier runter und dann bis nach da vorne. Und das gleiche passiert hier auch. Und aha, wie ist er denn da hochgekommen? Nein, Brudi, nicht wegrennen. Okay, du musst da runter, Alter. Pff, du kleiner Flüchtling. Los. Ach, dadurch ist er hochgekommen. Okay, dann machen wir das weg und setzen den Bogentisch mal dahin. Er ist Bibliothekar. Das freut mich, Brudi. Das ist cool. So, Leute, dann haben wir das Abtransportiersystem auch fertig gebaut. Hier, die Farm an sich ist auch komplett safe. Hier ist alles sicher. Hier dürfte eigentlich nichts passieren, dass die Villager irgendwie sterben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann die Farm doch komplett zu Ende. Bedeutet, wir werden einmal auf jeden Fall hier die Falltüren hinsetzen, damit die kleinen Kinder da reinfallen. Aber das kann ich halt noch nicht machen, weil der da noch klein ist. Der andere ist schon groß, hat auch Farm angenommen, sehr gut. Und dann ist nämlich die Farm hier auch fertig.
Da haben wir nämlich zwei Farben, die Villager produzieren. Das müsste auf jeden Fall dann reichen. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 17 Uhr werden wir uns auf jeden Fall wieder auch ein bisschen mit den Villagern hier auseinandersetzen. Und ja, ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.